Einen wunderschönen Dienstag. So, wir haben Dienstag, den 21. Komm, Sherry, komm. Ach so. Und Hoppi, los. Hopp. 21. Februar. Und es wird jetzt total spektakulär. Denn wir fahren zum Müll. Geil, oder? So, und meine Reparatur oder die Entfernung von diesem Back Pressure Sensor scheint da Probleme löst zu haben. Es scheint wirklich der Back Pressure Sensor zu sein. Exhaust Back Pressure Sensor. Da werde ich mir noch einen neuen bestellen. Kostet jetzt so um die $20 bei Amazon. Und da werde ich mir noch einen neuen bestellen und den einbauen. Aber so lange werde ich erstmal ohne fahren. Weil ich habe weder einen Fehlercode noch sonst irgendwas. Funktioniert einwandfrei, er fährt super. Habe halt dieses nicht mehr. Und ja, super. Da hätte ich mir damals auch diese fast 700 Dollar für diese Turbo-Ding da sparen können. Naja, ist wurscht. It is what it is. Verstehst du? So, dann werden wir mal rückwärts hier rausdüsen. Nur mal so zum als Update, weil ja dann einige vielleicht wissen wollen, ob das Problem nun behoben ist mit dem Entfernen des Steckers oder nicht. Ja, soweit ich sagen kann, ja. Ich bin noch keine längeren Strecken gefahren jetzt. Aber es war ja auch auf kurzen Strecken und von daher, ja, das wäre erstmal die Höhle da wieder zumachen, die Männerhöhle. Und dann Müll einladen und dann fahren zum Müll. Dreckig ist die Karre, ey. Weißt du? Richtig schöner, sauber Klang. Nicht mehr wuh, 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 wuh. Also, tippitoppi, ne? Wir haben hier so viel Zeug, ja. So, Garage zu. So, jetzt mal nochmal zu dem Döner. Der eine oder andere hat ja gefragt, was der Döner hier so kostet, ne? Das habe ich jetzt in Erfahrung gebracht. Oder Babsi hat mir das gestern, glaube ich, erzählt. $15. $15. Nein. Da gewinnen die mich nicht als Kunden. Da kann ich gerne drauf verzichten, auf den Döner. Bei $15 ist mir doch wirklich ein bisschen zu viel. Ja, habe ich ja schon wieder ein paar Minuten rum hier. War schon wieder raus. Was ist denn hier los? Really? What the hell? So haben wir es. So muss. So, der tauscht die Öl und die Öldinger da, glaube ich. Oder keine Ahnung. Einen wunderschönen Mittwochmorgen, liebe Leute.
Ich fahre jetzt mit Sherry zum Doktor. Wenn die wüsste, wo wir jetzt hinfahren, dann wäre sie nicht so tiefenentspannt oder nicht so happy. Weil Doktor mag sie nicht so, ne? Nee, weil die bekommt ihren Jahrescheck-up und dann noch eine Impfung. Und ja, ich gehe dann in der Zeit einkaufen. Weil ich muss sie leider droppen. Also heißt, sie wird da, kommt da in einen Käfig. Ach, jetzt Gott vergessen. Nochmal zurückfahren. Sorry, hab nichts gesagt. Ich weiß ja nicht, ob ich um 12, aber ich bin um 12 schon wieder da. Also. Aber trotzdem. Muss dann trotzdem nochmal einen Brief im Briefkasten werfen, dass die Post den mitnimmt. Was soll? So, da ist er schon wieder. So, da muss ich nämlich jetzt noch schnell den Brief hier bei uns im Briefkasten schmeißen, was die Post den mitnimmt, wenn die noch herkommen. Verstehst du? So, und dafür sind die roten Fähnchen an den Briefkasten, an den Briefkästen. Weil wenn man dort einen Brief reinlegt, den die Post mitnehmen soll, dann macht man Fähnchen hoch, dass die Post weiß, ups, da ist ein Brief drin, den sie mitnehmen muss. Und dafür sind diese roten Fähnchen an den Briefkästen. Verstehst du? Naja, dann sehen wir uns später wieder. So, da ist die Sherry wieder. Kerngesund, die Kleine. Was, Niki? Kerngesund bist du. So, dann fahren wir jetzt wieder nach Hause. Hat ja auch lange noch gedauert, war Süße? Okay, also 9.30 Uhr hat sie Termin gehabt. Ich glaube, wann waren wir denn hier? Ich glaube, um 9 waren wir hier. Oder waren wir schon um 8 hier? Ne, um 9, glaube ich, waren wir hier. Und jetzt ist 11:30. Naja, ist okay. Das geht. So, und jetzt fahren wir Hema. So, get up, stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my face. Start my wake up, get up, stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my face. Throw my clothes on, start my day. Wake up, I can smell the smoke from the bacon. Let's go, see the sun shining from the windows. Okay, I know that today'll be a good day. Okay, I know that today'll be a good day. A, B, C, 1, 2, 3. Drink some water, brush my teeth. Get out of bed and I stretch. Bed and my hair is a mess. Look through my clothes for a fit. Anything I do is drip. Feel like a kid when I'm TikTok and I still keep it real as it is. I show my age, I don't switch often. I'm just as a dad as it gets. Try taking naps with my kids talking. I'm guessing this life how it is. And I can't wait for the weekend. Keep jammies on like I'm a kid. Wake up, get up, stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my face. Throw my clothes on, start my day. Wake up, I can smell the smoke from the bacon. Let's go, see the sun shining from the windows. Okay, I know that today'll be a good day. Okay, I know that today'll be a good day. Feel good, feel great, can't complain. Look out my window, see birds and planes. Sun's out, some clouds, it might rain. Siblings on my nerves again. Summertime, go for a swim. Wintertime, go grab a sled. Spring, I might need an umbrella. Fall back in school with my friends. Attitude change like the weather.
My mom tell me it never ends. Like clocks, we evolve in a circle. Every 12 months, we do it again. Wake up, get up, stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my face. Throw my clothes on, start my day. Wake up, get up, stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my face. Einen wunderschönen guten Morgen. War gerade bei Walmart Katzenfutter geholt. Katzenfutter? Ja, Katzenfutter, kein Hundefutter. Und dann habe ich noch was vor jetzt am Truck, weil ich hatte euch ja erzählt, dass dieser Backpressure-Sensor, weil ich den ja abgeklemmt habe, wisst ihr ja, im letzten Video habe ich ja gezeigt, dass ich den abgeklemmt habe. Und meine DEF und DPF-Funktionstüchtigkeit des Trucks ist ja nicht mehr gegeben, weil dieses System ja komplett entfernt wurde. So, und um den Truck funktionstüchtig zu machen, ohne dieses ganze DPF und DEF-Gedöns, muss man dann einen Programmer einbauen oder anschließen. So, weil normalerweise ist ja hier dieses ganze DEF-Gedöns, hier noch DEF-Gedöns und so weiter. So, das ist ja alles nicht mehr gegeben. Jetzt habe ich hier, wo ist er denn hier? Der Stecker hier. Ist das der? Ja, muss der sein. Der ist dafür da, der geht direkt zum Steuergerät. Und da werde ich jetzt mein Kabel anschließen. Und meine, weil ich hatte ja meine PS-Zahl runtergemacht auf die Originale, also 380 PS und oder 370 PS ist der Original, der Motor. Und jetzt mit dem Programmer hat der dann, also wir könnten jetzt auf 560 oder so machen, 560 PS machen, aber nur auf 450. So, und das machen wir jetzt mal. Dafür brauchen wir, nee, das ist nicht der Stecker, das ist ein anderer. Wo ist denn der Stecker, sag mal? Hallo? Nee. Was, sag mal. Oh, heiß. Hallo? Wo bist denn du? Ach da. Oh Gott. Ja, der ist hier. Unten drunter. Okay. Er ist drin. So. Seht ihr? Da unten. Ja. Wackel. So, dann haben wir hier auf der anderen Seite USB-Stecker. Damit gehen wir jetzt rein in den Innenraum. Stecken und klemmen ihn da dran. So, mal sehen. Babel's lessons are fun. Verbinden ist jetzt on position. Ah, jetzt ist er da. So, jetzt haben wir hier Pickel. So, ich habe jetzt Software, die habe ich drauf. Aber warum? Ah, hier.
75 PS, siehst du? 150 zeigt er ja nicht mehr an. Weil ich hatte vorher die 150 PS drin. Continue. Und jetzt installiere. Und wenn er fertig ist, habe ich 75 PS mehr. Schlüssel? Und da warten wir jetzt drauf. Eieieiei. Das kann ja jetzt dauern. Mann, der Hund schon wieder drin? Da ist er. Jerry. Hallo. Heute Nachmittag werde ich zu Babsi auf Arbeit fahren. Weil die machen immer so Versteigerungen und so. Und da war eine schöne Workstation, also so ein Arbeitstisch, höhenverstellbar mit allem drum und dran, für 50 Dollar. Aber in der letzten Sekunde hat jemand mehr geboten. Die machen ja immer das alte Zeug halt, versteigern sie dann. Und hat halt jemand mehr geboten. Naja, gut. Aber wir bekommen jetzt noch alte, ach nicht alte, also Paletten, große Paletten, so eine Überseepaletten, 10 Fuß mal 6 Fuß oder so. Und da sind halt USB-Platten drauf. Und ja, die kriegen wir für 20 Dollar. Die Platte kostet hier im Baumarkt 60, 70 Dollar. So, dazu kommen ja noch die 2x4s oder 4x4s, weil da drunter, meiner Meinung nach, sind da 4x4s drunter. Die kommen ja noch dazu. Und von daher, was ist denn hier los, sag mal? Naja, ich zeige euch dann, wenn wir fertig sind. Mit den 100%. Gut, ich sag mal, da sieht man jetzt nichts. Das ist halt die Leistung, ne? Und die kann man nicht sehen, die kann man spüren. Also von daher wollte ich nur mal zeigen, wie das funktioniert. Und das hat funktioniert. Ja. Und sauber machen muss ich auf jeden Fall mal. Wird ja eine oder andere auch schon gedacht haben. Ja. Mich mal hinstellen und wieder sauber machen. Also, bis denn. Heute haben wir übrigens Donnerstag. Einen wunderschönen Freitag. So, ich hatte euch ja gestern erzählt, dass ich da dieses Holz abhole bei Babsi auf Arbeit. Ne? Ja, war da. Und das Problem war aber, dass, fahre ich Autobahn? Ja, hat nicht gepasst. Wie gesagt, hat nicht um Truck gepasst. Und deswegen fahre ich heute nochmal hin mit dem Trailer. Mein Trailer heute dran gehängt. Dann fahren wir heute nochmal hin. Ne? Weil ich fahre ungern so eine weiten Strecken. Weit, relativ. Mit dem Trailer, weil wie gesagt, der ist auch nicht mehr der neueste. Er ist schon erstmal uralt. Und ich müsste mal was dran machen. Ich müsste mal die Federn komplett machen, die Radlager machen, die Reifen neu machen. Licht habe ich jetzt noch schnell gemacht. Licht und Blinker und so. Ne? Aber ja, der Rest ist schon. Bisschen overdue. Vor allem hängt der auch so. Für den bräuchte ich eine andere Anhängerkupplung. Eine Anhängerkupplung, wo man die Höhe verstellen kann. Weil der jetzt so hängt. Also ist jetzt im Prinzip so: Auto und Trailer. Das ist natürlich ein bisschen doof. Deswegen hängt die vordere Achse im Prinzip in der Luft. Lift-Axel sozusagen. Lift-Axel. Guck mal, Truthahn. Der Truthahn läuft da. Der Trudi.
So, Freunde der Mitternachtssonne, hier ist mein Holz. Was steht jetzt an hier? Die geilen Platten hier, oder? Hammer, oder? Hier die 4x4s. Ja, einige. Echt schon geil für 30 Dollar. Da ist schon Judith Holz bei. Überleg mal, das sind ja alleine schon 1, 2, 3, 4, 5. 5 4x4s. Wir werden jetzt mal hier den Dings abmachen. Mal Redneck-Style hier. Ich habe nämlich den Splint vergessen und unterwegs ist mir das eingefallen, dass ich den Splint vergessen habe. Dann habe ich hier so einen Haken genommen. Aber den kann man sich ja wieder zusammenbiegen. Dann hat man wieder einen Haken, verstehst du? So. Zack. Ja, der Trailer ist, wie gesagt, der ist alt. So, habe ich mir ja hier meine Lampen angebaut. Weil ich hatte keine Lampen dran im Prinzip. Aber das ist jetzt nur provisorisch, ne? Leute, das ist nur provisorisch. Dann hatte ich hier noch die Rückleuchten vom Truck, die ich nicht benutzt habe. Und diese Gummidinger hier, die normalerweise andersrum dran sind. Also das hier, das ist in, ne? Wird dann ins Loch gesteckt beim Trailer. Und dann kommt halt die Lampe rein. Ich habe das jetzt umgedreht, dass ich eine Halterung habe. Habe ich hier halt geschraubt. Ne? So. Ja, hier die Schrauben durchgehauen. Aber wie gesagt, das ist nur provisorisch. Und hier, weil ich keine Stecker habe, habe ich hier das mit der Klebepistole gemacht. Hält super. Also, aber frei. Ja. Kann ich meckern. Ah ja, wie gesagt. So, und das muss ich dann irgendwann mal, aber das warte ich nicht jetzt ab. Ich werde da jetzt einen Plan drüber machen und gut ist. Auspuff war das, der Auspuff war das. Morgen ist Freitag übrigens. Nee, heute ist Freitag. Morgen fahren wir wieder zu Schweine. Es sei denn, es regnet, weil dann weigere ich mich. Weil ich stelle mich da nicht wieder im Regen hin und baue da irgendwelche Futterkröge. Stehst du?
also die schon abonniert haben, klicken einfach den Daumen, und die nicht, noch nicht abonniert haben, können abonnieren und nächstes Mal den Daumen klicken, okay? Deal? Passt. Also, in diesem Sinne, tschüss und bye-bye, euer Mike. Jerry. Oh, ist warm. Also, ciao. Mach aus. Mach aus. Machst du jetzt aus? So, hier machen wir was Schönes. Na, da sieht er mal lecker aus, oder? Hab mich gerade mit dem mal ein bisschen unterhalten. Also nur für den Umbau. Nur für den Umbau hat der 10.000 bezahlt. Meiner? Meine. Deiner? Und haben nur die Klammer. Ja, wie gesagt, für den Umbau habe ich mich gerade mit dem unterhalten. Kamera läuft. Ah ja. Nur für den Umbau, nur für den Umbau. Ohne Reifen und ohne Felgen. Ne? 10.000. Wow. Okay. Plus Felgen und Reifen. Also Felgen kostet der Satz, glaube ich, 1.800. Plus $600 für einen Reifen. Er hat Gott sei Dank nur 4. Ja, aber er ist nicht sehr zufrieden damit. Ehrlich nicht? Nee. Ja, weil es ist einfach zu übertrieben, zu hoch. Das fährt sich bestimmt total beschissen. Weil der Eier. Ja, vor allem, der kann ja auch keinen Hänger mehr ziehen und nicht mit dem Auto. Deswegen hat er ja auch den Aufstieg, weil da kannst du ja gar keine Erdlinge mehr anbauen. Ja, dann fahren wir mit dem Ding einen Trailer, ey. Ach, kannst vergessen. Sagt er ja. Packten wieder ein bisschen runter, weil das einfach zu hoch ist. Sagt er, ist zu hoch. Er hat automatische ausfahrbare Sidesteps. Die fahren dann aus, wenn du die Tür aufmachst, fahren aus. Da braucht er wahrscheinlich auch spezielle, die ein bisschen weiter runterkommen. Wahnsinn. Ja, wir fahren jetzt übrigens zu den Schweinis. Und da bauen wir heute irgendwelche Ställe. Ja. Boxen. Da können die Schweine einen Boxenstopp machen. Genau. Falls der Tierarzt kommt und hier ein, also dass es einfacher für den Tierarzt ist, die zu behandeln. Solche Schweineboxen. Naja, dann gucken wir mal. Ne? Und wir melden uns dann wieder, wenn wir da sind. Eigentlich sollte das Video schon längst zu Ende sein, aber ja, wir zeigen noch ein bisschen was. Also, bis später! Wegen meinem Rücken. Babsi trägt die Verantwortung. Ich hab Rücken. Aber wirklich.
Das Tor ist lose, das muss ich festhalten. Das ist nicht lose, das ist doch angehängt wieder. So eine Schweinerei. Hey du Monsterschwein. Wer bist du? Hm? Wilde Rennerei hier. Kennst du es? Wie ist das? Keine Ahnung, wer das ist. Hat sich nicht vorgestellt. Ein Tagschwein. Ja, ein Grinseschwein. Okay. So, jetzt haben wir hier unsere Paletten, habt ihr ja schon gesehen. Und da sollen jetzt hier an der Wand so eine Stelle gebaut werden. Naja, dann gucken wir mal. Ne? Eigentlich wollte ich eine Maske aufsetzen. So, ihr Lieben, guck mal, jetzt haben wir hier das erste Gitter eingebaut, erste Stall gebaut mit so einem Gate, was im Prinzip hoch und runter zu schieben geht. Das Einzige, was wir halt noch brauchen, ist jetzt erstmal hier ein Provisorium, dass wir hier eine Schraube dran gemacht haben, um ein Gitter zu halten. Und da holen wir noch so ein Pin, irgendwie so ein Dingens, was man da durchstecken kann. Und dann, dass man da sichern kann, das Gitter. Ne? Können die Schweine da drin, wenn sie dann eingesperrt. Ne? Okay, also, wir machen weiter. Ciao. So, ihr Lieben. So sieht das Resultat jetzt aus. Babsi und ich hier zusammengezimmert haben heute. Habt ihr ja vorher gesehen, wie es ausgesehen hat. Und jetzt haben wir hier die Dinger gebaut. Und die Tore halt so gemacht, dass sie nicht nach außen aufgehen, dass man sie hoch und runter schieben kann. Und ja, jetzt fahren wir raus hier. Raus aus dem Mutter. Funny, Mike. Ich war da drinnen so staubig. Da kriegst du ja Atemnot. Hast du? Deswegen guck mal hier hin. Nun! So, jetzt machen wir mal, schmeißen wir den Scheiß hier noch runter. Hier denn, das ist. Ja! Dann! So, kurzes Nachwort nochmal. Diese Boxen, die wir da heute gebaut haben, die sind für die Schweine, sind jetzt nicht für die Schweine, die da jetzt dauerhaft drinne sind. Dann sind die natürlich offen. Die sind dafür da, wenn der Tierarzt kommt, dass die der Babsi hat die Handy. Oh, mein Handy. Ist schon wieder immer noch eine Fliege drin. Ist raus.
falls der Tierarzt oder wenn der Tierarzt kommt, dass die da drinnen sind und nicht mehr raus können, irgendwo anders hin können, weil sonst ja, ist halt schwer, so ein Schwein irgendwie festzuhalten oder so. Und deswegen wollte sie diese Boxen haben, wenn der Tierarzt kommt, dass die Schweine da. So, jetzt fahre ich bloß noch mein Auto in die Garage. Ich habe gerade geduscht, weil, naja, sieht man ja immer aus wie ein Schwein halt, ne, wenn man von den Schweinen kommt. Okay, Leute, also hier machen wir das Video jetzt wirklich zu Ende. Nee, heute nicht mehr. Und vielen Dank für das Anschauen nochmal. Also, tschüsschen, bye bye, euer Mike.